Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hoffe, dass es Ihnen nach diesen doch sehr fordernden letzten Tagen gut geht. Ich freue mich, Sie heute hier wieder begrüßen zu dürfen zu unserer Mutviertelstunde. Sie kennen unser Format. Wir haben uns zusammengeschlossen. Otto Jankovic als Regisseur, Michelle Andriessen diesmal hinter den 4 bis 5 Kameras. Wir haben die Mutviertelstunde ins Leben gerufen und das wird uns jetzt ständig begleiten. Wir wollen, dass Sie in noch näheren Kontakt mit unseren Künstlerinnen und Künstlern, die hier im Mut auftreten oder auftreten werden, kommen. Und Sie können auch heute live Fragen posten an den Gast, den ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Ich freue mich sehr, den Dirigenten und Pianisten Jimmy Chung begrüßen zu dürfen. Hallo Jimmy. Hallo. Hallo. Als erstes dürfen wir etwas von dir hören. Was hören wir? Ja klar, weil wir jetzt in Wien und in Mut und Konzerte der Wiener Sängerknaben, natürlich etwas von den Sängerknaben, das Franz Schubert in Impromptu, Opus 90, Nummer 4, A-Dur. Wunderbar, ich darf bitten. Thank you.
wie du, weil anfänglich nämlich der Name Elke Hesse nur unter im Spiel gestanden ist. Nein, Jimmy Chang, vielen herzlichen Dank. Bitte nimm Platz. Danke. Großartig. Also, die Noten genau von diesem Fondue, die liegen bei mir oben, weil ich habe so in der, so jetzt in der Lockdown-Zeit, habe ich mir extra das Klavier herstellen lassen auf die Bühne, dass ich ein bisschen üben kann, aber so weit werde ich es nicht bringen, aber vielen herzlichen Dank. Bitte. Ja, lieber Jimmy, für alle, die dich vielleicht nicht so gut kennen, du bist eben Dirigent, wie ich das schon vorher gesagt habe, auch Pianist und aktuell bist du quasi Kapellmeister bei den Wiener Sängerknaben. Genau. Du kommst aus Hongkong, bist auch dort aufgewachsen? Ja, genau, ich bin auch dort geboren und aufgewachsen bis 18. Mhm. Und deine Eltern, vielleicht erzählst du ein bisschen so, was dein Vater, deine Mutter interessant war, die sind beide ein Musikliebhaber und haben auch mit Musik gespielt und auch im Chor gesungen. Mein Vater ist schon in Pension, hat ein Pastor vor einer lutheranischen Kirche. Ja. Und er hat Klavier gespielt, Flöte gespielt, gelernt und auch Komposition und Orgel, alles Mögliche damals. Und meine Mutter ist eine Sängerin, ist eine Mezzosopranistin, auch Gelernte. Und da hat sie auch einen Chor geleitet, sogar also einen Kinderchor, da, wo ich auch gesungen habe. Wirklich? Ja. Mit wie vielen Jahren hast du da angefangen, in dem Chor zu singen? Naja, mit ihr war jede Woche eigentlich als Kind schon. Also laut die Geschichte von meiner Mutter, da anscheinend, dass ich mit, ich glaube, 2 Jahren schon singen können. Sogar ein chinesisches Lied, das war so wirklich mit perfekter Intonation und Text gesungen. Also, weiß ich nicht, da war noch keine Aufnahme oder YouTube. Okay. Und wie bist du zum Instrument gekommen? War das gleich, das Klavier? Oder? Ja, aber zu Hause war ein Klavier natürlich da immer dabei. Und ich habe da immer da so was gespielt. Und die glauben, dass ich bereit sein. Und dann die haben dann Kontakt mit einer sehr berühmten, sag mal so, Musikpädagogen in Hongkong. Und der hat so ein großes Musikzentrum, aber war ich nicht in diesem Zentrum drinnen, sondern ich habe direkt privat bei seiner Frau, so eine Klavierlehrerin, und habe so begonnen. Und dieser Dr. Yip, ja, und der hat dann auch ein Orchester später noch gegründet, und da hat mich dann auch viele Dinge beigebracht. Da habe ich mit diesem Orchester auch Cello gespielt, da habe ich da auch Solo Klavier, also Konzert gespielt und so. Aber wie war das jetzt für dich? Weil, also man, wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich unterstelle jetzt niemandem etwas, aber man hat natürlich schon den Eindruck, dass also jetzt Kinder, ich habe das selber auch miterlebt, ich war ein paar Mal da in Hongkong, auch mit den Sängerknaben dabei. Also man hat schon das Gefühl, da wird schon sehr viel von den Kindern auch verlangt. Ja. Hattest du auch dieses Gefühl? Ja. Ja, das ist, ich glaube, noch schlimmer. Also ich meine, in meiner Zeit, ich vergleiche ich natürlich meine beide Söhne jetzt, auch meine Sängerknaben auch, ja, und aber ich sage, im Vergleich in meiner Zeit, das ist wirklich fast lächerlich, muss ich sagen, was ich damals erlebe. Und weil wir haben Schule auch Ganztag und danach noch Hausaufgabe, das kann man eigentlich nicht nur in der Schule erledigen, weil da muss man in die Zeit auch nach Hause machen. Und natürlich, ich habe gleichzeitig noch Klavier geübt, Cello geübt, Komposition, da habe ich immer bis 1 Uhr auf. Und noch Wahnsinn. Stücke arrangieren. Damals hast du schon arrangiert, wie alt warst du da? Nö, das war Teenager, also mit 13 begonnen auch. Also ein echter Allrounder. Wir haben uns das eigentlich so ein bisschen zum Thema genommen. Ja. Das habe ich damals schon begonnen. Ja. Aber was mich auch ein bisschen interessieren würde, dein Vater, sagst du, Pastor in einer lutheranischen Kirche? Also wie ist das so als Christ in einem asiatischen Land? Naja, das war sogar so gewesen, diese Basel-Mission, das ist die berühmte von Basel-Schweiz, und die ist dann nach China gekommen zuerst. Und da hat sogar mein Großvater schon konvertiert, diese ganze Familie. Und mein Großvater war schon ein Minister, der hat schon in China begonnen, sogar die haben eine Kirche gebaut sogar. Aha. Es ist erlaubt. Okay. Nur ich glaube, es gibt viel auf den Medien, das ist etwas anders gesagt. Und natürlich gibt es auch Regelungen und so muss man dann aufpassen. Aber egal, das ist ein Christ geworden und dann die ganze Familie von uns ist eigentlich Christ. Und dann mein Vater, ich habe 9, also die haben 9 Geschwister. Und mein Vater und auch ein Onkel, die sind auch beide Pastor geworden. Und dann die sind nach Hongkong und dann in Hongkong das weiter mit dieser Mission
weiter Kirche gemacht. Ja. Wahnsinn. Und hast du jetzt zum Thema Kirchenmusik, hast du da einen sehr speziellen Bezug jetzt, weil du ja natürlich jetzt auch mit den Sängerknaben sehr viel... Das hat viel geholfen, ja. Weil eigentlich, ich wusste nicht bis natürlich später, wenn sie nach Europa kommt, dass sehr viele Stücke, die wir damals auf Chinesisch gesungen haben, eigentlich der Ursprung ist ein deutsches Lied. Wahnsinn. Oder irgendwie sogar ein österreichisches Lied. Und natürlich dabei aber viel mehr, sagen wir mal so, Protestanten aus Deutschland, also mehr Süddeutschland, aus wirklich katholisch in Österreich. So, und das ist der Unterschied natürlich. Aber ich habe auch viel so ein deutscher, so wirklich Missionär also kennengelernt, und die auch auf Deutsch gesprochen und die haben aber mit mir und Chinesisch gesprochen. Ja. Aber das war schon diese Bindung. Und natürlich zu Hause hören wir sehr gern, mein Vater sehr gern Bach und Mendelssohn. Also, na klar, gut. Also ist kein Wunder. Genau, und das bin ich aufgewachsen mit solchem Oratorium. Also da habe ich auch das Kind schon können, also Elias, alles. Wow. Also mit Noten sogar. Ja. Und jetzt nur Hongkong heute, jetzt nicht nur in der politischen Situation, aber das würde ich auch gern wissen, aber wie empfindest du jetzt das heutige Hongkong? Großer Unterschied? Ich bin schon eigentlich sehr, sehr, sehr wenig da. Ja. Aber ich sehe von meinen Eltern eigentlich sehr wenig Unterschied. Mhm. Nur der Unterschied würde ich sagen, dass, wenn man jetzt nicht nur von der politischen Ebene reden, das ist einfach, die Stadt geht einfach zu schnell. Das ist noch schneller, als ich da war. Und es ist einfach zu hektisch. Und natürlich Hochhäuser immer so, und noch immer mehr Leute. Und das, also die Schule, glaube ich, ist noch schwieriger. Mhm. Ich glaube, jetzt sogar, wenn man jetzt mit Musik geredet, Musikinstrument ist sogar Pflicht. Wirklich? Und Klavier, habe ich gehört, sogar zählt nicht als Instrument, weil das ist ein Muss. Ja, aber das ist auf der anderen Seite ja was Tolles, bitte. Ja, es ist absurd dort. Ja. Und jede Schule wäre gut, also man Mitte hinauf. Die haben bestimmt ein Orchester oder ein Aber das Tolle ist doch, dass es da keine sozialen Grenzen gibt, oder? Wenn jeder sagt, das ist Klavierunterricht, ist quasi Pflicht in der Schule, finde ich das ja schon was sehr, sehr Positives auch. Ja? Positiv und negativ, muss ich sagen. Weil dann wir haben so viele Musikstudenten oder sagen wir viele Leute, die Klavier spielen können. Ja. Und die haben alles diese Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder Yu Jiawang oder... Und das ist aber... hat nichts zu tun mit der ganzen Karriere. Hm. Und da reden wir aber nichts davon. Ja. Und dann haben alle so eine falsche Erwartung. Und dann alle kämpfen und alle wollen Musiker werden. Aber es gibt keinen Platz. Ja, aber du bist es geworden. Dein Weg ging dann weiter. Lange Kämpfe. Dein Weg ging dann weiter nach Amerika mit 18, hast du mir erzählt. Ja, genau. Ja. Nach Texas. Nach Texas, ja. Das ist ein Zufall auch. Und ich habe natürlich damals gedacht schon, okay, Musik in Hongkong weiter, das geht nicht. Ja. Muss ein bisschen mehr. Und leider damals, Wien war auch einmal vorgeschlagen, aber die haben gesagt, Amerika, weil Universität und so, und in der Bachelor, so ganz normal, ist es viel besser. Und dann bin ich überredet, dann das ist erst nach Amerika. Da habe ich aber eine andere große Schule in der Indiana und Julia und alles beworben. Aber ich habe keine so Stipendien bekommen. Das ist auch teuer dort natürlich, als Ausländer. Und dann war Zufall, jemand von Texas, von dieser Baylor University, das ist eine private University, aber die ist ein Bekannter von einem Lehrer von mir. Und das ist nach Hongkong Zufall dort gekommen. Und da war genau in dem Moment, dass ich was bewerben soll. Und dann der sagt, dann schick mir irgendwann ein Tape, so eine Aufnahme. Und da habe ich dann ein Kassett-Tape ihm gegeben. Und er ist dann nach Texas gebracht. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten habe ich schon einen Brief und sagt, du bist schon aufgenommen mit Stipendium. Na. Und ich habe gesagt, was ist das jetzt? Dann bin ich wirklich gegangen. Da kennt ich die Schule und ich habe gedacht, Texas, wozu? Und dann kommt diese Lehrerin. Und das ist die Krasimira Jordan. Nein, die wird jetzt dann in dem Zyklus, über den wir dann nachher noch reden werden. Genau, und wie wichtig sie ist und dann danach nach Wien. Es ist wirklich wie ein Buch, wie ein Roman. Unglaublich. Aber so the American way of life nach Hongkong, ein Kulturschock? Oder wie ist schon. Das war auch so Van Waco, das ist eine sehr kleine, wirklich, das ist eine Universität, das gibt sonst nichts. Ja, gut, das ist einerseits ist eine andere Kultur, andererseits ist Hongkong ist eine Metropole und dort ist wirklich Wüste, sagen wir mal so. Mhm.
Aber das ist gut, weil dann ich habe wirklich viel geübt. Ja. Weil hier in anderes. Wien darf man nicht nach 22 Uhr üben. Ja. Dort kann ich eigentlich die ganze Nacht, weil okay. Die haben extra Gebäude für Klavieren. Wahnsinn. Wie lange warst du dann in Amerika? 5 Jahre. 5 Jahre. Und dann ging es nach Wien. Ja. Hast du da schon Deutsch gesprochen? Da habe ich begonnen zu lernen. Mhm. Weil an die Uni da braucht man immer eine Zweitsprache. Und natürlich Englisch für die Amerikaner ist Muttersprache. Das heißt, und für mich natürlich ist keine Ausnahme. Also ich darf nicht Englisch aus, zweite. Ja. Das habe ich dann Deutsch genommen. Ja. Und das heißt, du hast dann in Wien ja 2 Studien parallel gemacht, oder? Ja, das war auch eine Geschichte, weil jeder sagt, ja, weil ich hätte eigentlich auch dirigieren, da habe ich in Amerika schon begonnen, ein eigenes Ensemble zu gründen. Da habe ich viel gemacht, aber dann habe ich gesagt, na, du musst doch lernen. Und da habe ich gesagt, okay, gut. Dann habe ich hier gar gemeldet und dann damals noch Hochschule. Die haben gesagt, ja, aber Konzertfach, Klavier und Dirigieren, normalerweise fangen wir nicht gleichzeitig an. Weil erstmal, das ist schwer genug, die Aufnahmeprüfung. Und zweitens ist, man kostet sehr viel Zeit von beiden Seiten. Aber vielleicht das Schicksal und dann auch mein Fleiß vielleicht, da habe ich wirklich minderhalb 3 Tagen die beide Aufnahmeprüfungen bestanden. Und da habe ich gesagt, okay, das ist schon ein Zeichen. Das, Wahnsinn, das ja. War's. Ist, ja. Glaube ich, sehr einzigartig, oder? Ja, ja, das war auch nicht viel eigentlich so ja. Gemacht. Ja. Und jetzt eben dieses Allround, das ist jetzt ein bisschen ein eigenartiges Wort, Allrounder, ja, aber ist es schon, was ist für dich da das Herausstechende, das Wichtige und warum findest du das so wichtig? Ja, vielleicht erstmal das von meinem chinesischen Namen. Ja. Ein Zeichen, also mein Name, ein chinesischer Name heißt Qi Bun. Ja. Qi als eines Weisheit. Aha. Und Bun ist auf 2 Zeichen zusammen. Eines ist Literatur oder sagen wir die ruhige Seite und die andere ist Kung Fu oder sagen wir die normale, also Martial Art. Mhm. Und es gibt zusammen auch ein Wort, das heißt Bun. Und dieses Wort heißt Well-Round. Das heißt, ich kann auch ruhig, ich kann aber auch bewegen. Und Weiß heißt in beiden. Das war eigentlich die Idee von meinen Eltern wahrscheinlich. Ich weiß Qi-Bun. Nicht. Ja. Und da bin ich immer von, ich weiß nicht, ich bin immer auf meinen Namen immer gedacht. Und dann auch meine, diese Aufbringung ist es so mit Klavier, Cello und dann Komposition. Da habe ich dann dirigieren, da bin ich immer dabei drinnen. Also bis jetzt eigentlich auch mit den Sängerknaben. Mhm. Ich habe eigentlich Klavier gespielt und dann da war ich Kapellmeister in Freiburg, eigentlich für Opern, und da war ich eigentlich immer noch meine Leidenschaft. Und da habe ich auch ein Orchester und alles und dann zum Schluss jetzt noch mit, ich meine, nicht Schluss, nicht, ich hoffe nicht, aber auch mit Chor und also das Repertoire habe ich wirklich von eine gregorianische Choral bis Ligeti Oper habe ich auch dirigiert. Unglaublich, unglaublich. Das war ja sehr nett, weil, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber wie du gekommen bist, da war ich schon bei den Sängerknaben und es kommt jetzt ein neuer Kapellmeister namens Jim Bum. Wirklich? Ja, das ist ja eigentlich super. Nein, schön, Qi Bun. Ja. Aber und warum dann Chiang? Na, Chiang ist eine ist sehr Chiang typische, sagen wir, eine auch wichtige, ein wichtiger Familienname eigentlich, Chiang. Ja. Ja. Und das ist eigentlich sogar die der erste Chiang, Zhang Zi. Und er war einer der besten Schüler von Konfuzius. Ne? Mhm. Ja. Kochst du eigentlich gerne? Gern, also ich koche nur für Leben. Ah, okay. Also aber schon gern mittlerweile in Corona-Zeit. Ja, schon. Ich habe sehr, sehr oft mit meinem Sohn, also meine Söhne zusammen gekocht. Ja. Wir können sogar Schnitzel machen. Unglaublich. Ja, ja. Aber ich würde also gerne die Hongkong-Küche oder die chinesische Küche machen. Ja, wir machen so Mixen. Also ja? Und deine Söhne waren ja sogar, oder der eine ist jetzt schon in der 5. Gasse, der kleinere ist ja noch im Chor. Im gleichen Chor, in dem du unterrichtet hast, finde ich sehr spannend. Wie hat das für dich funktioniert als Vater, auch auf Tournee, dass man da niemanden bevorzugt? Das ist ja auch die anderen Eltern, wie haben die das gesehen? Nein, ich sehe eigentlich nicht dieses Bevorzugproblem, weil ich bin auch nicht streng. Ich bin immer streng mit denen auch zu Hause. Das heißt, die sind schon gewohnt. Und ich mache keine Bevorzugung, weil auch in meinem Chor, jeder muss selber eigentlich zeigen,
was die kann. Also das heißt, im Chor entscheiden eigentlich manchmal sogar, wer solid singt. Ja? Und das ist meine Methode. Und die müssen selber einfach die Kumpel überzeugen. Und das kommt nie ein Problem mit die anderen Eltern auch. Ich glaube, die sehen genau so und die sind sehr für mich. Ja. Ich glaube, schwierig ist manchmal, ist, dass ich sage, wir verlieren einfach diese wirklich nur pure Vater-Sohn-Zeit. Weil wir sind wirklich jeden Tag nur Kapellmeister. Ich bin Kapellmeister und üben. Und dann, wenn nach Hause, es ist schon müde und so. Und wir haben eigentlich sehr wenig Zeit, dass man sagt, privat. Ja. Und auf Tournee natürlich, ich bin auch extra, natürlich muss ich ein bisschen Abstand machen, wenn alle anderen Kinder kein, ja, wenn ich bin dort selbst der Vater da. Und ich sehe, wirklich ehrlich, ich sehe meine Kinder auf Tournee auch sehr wenig. Weil wenn die sind dann in deinem Zimmer und ich bin also in Freizeit auch sehr wenig. Ja, aber ich meine, du gehst ja doch, ich habe dich so gefragt, was du noch gerne machst, wandern. Also da habe ich ja schon einige, auch auf Facebook sieht man von dir wunderschöne Fotos. Auch. Also das machst du schon mit. Und dann deine Kinder machen das auch mit. Genau, dann machen wir dann wirklich, wenn man jetzt auf Ferien oder im Sommer und dann gehen wir wirklich wandern. Südtirol und so. Es erwartet uns ja in dieser Saison ein schöner Zyklus. Das erste Konzert am 30. November, das wir diesmal online machen. Aber trotz alledem machen wir das. Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen? Du hast ja eigentlich den Zyklus sehr schön aufgebaut. Ja, das ist auch zurück, dieses Thema Allrounded, vielleicht, weil zuerst, also erste Konzert ist ein Trio-Konzert, Kammermusik, das ich auch, ich mache auch sehr gerne Kammermusik. Also ich fand es nicht, wenn man Klavier spielt, das sollte nicht nur Solo oder was, aber ich habe ein Repertoire von Liedbegleitung, Kammermusik und Solo, Konzert und dann bis zum Chor begleiten, das habe ich alles gemacht. Und dann habe ich die erste von dem Zyklus der Kammermusik. Und die Idee kommt auch so, weil der Tibor Bourgagné, das ist ein sehr guter Freund von mir, auch der Georgi Hartorin, der kennt vielleicht in Wien auch sogar mehr Leute, dass er auch Susi Chef von Schicki und gleichzeitig ist er auch super Geiger und Dirigent. Und da habe ich dann die Idee, kommt der Maestrio, dass er wie drei Dirigenten, aber auch spielen kann. Ja, und das aber auch Solisten. Genau, auch Solisten sogar. Ja, genau, weil viele kann spielen, aber ich, das ist auch mehr, das ist diese Allrounding-Geschichte, dass ich fand, muss man eigentlich schon, wenn man Dirigent, muss man auch selbst ein Solist, ein Künstler selbst zuerst alleine auf der Bühne stehen kann, bevor man sagen, ich dirigieren. Also das ist einfach meine Meinung. Mhm. Es gibt viele verschiedene, die nicht, vielleicht nicht einverstanden. Aber für mich schon. Yeah. Wenn ich unter mich die Leute spielen, die sind auch alle Solist eigentlich. Gute Leute. Und ich stehe dann nur sagen, was du tun soll. Das macht, ich glaube, das ist kein Logik. Da. Nicht wirklich. Ja. Und der Tibor Bourgagné ist ein Chefdirigent von zwei Orchestern in Europa, also einer in Finnland und einer in Ungarn. Also das ist toll. Und der war auch ein Cellist. Und ja, das ist die Idee. Ja. Yeah. Und das zweite Konzert? Zweite Konzert dann ist mehr, dass ich als Dirigent, da habe ich dann Wiener Kammerorchester engagiert und da auch ein guter Freund von mir, der Un Julie, das ist eine Pianistin dort, sie hat schon lange nicht mehr gesagt, irgendwann müssen wir zusammen was spielen oder musizieren und dann, freundlicherweise, dass sie da auch dabei. Und, also ein Beethoven dritte Klavierkonzert. Ja. Und dann die dritte, dann war dann zurück meiner Wurzeln. Das ist, wie gesagt, das ist auch schon erwähnt, mit der Krasimir Jordan. Der ist eigentlich der Schülerin von der legendären Emil Gilels von Moskau. Und da habe ich auch davon viel Benefit so von dieser russischen Schule. Ja. Und da würden wir da am Abend auch ein paar auch russische Schule zeigen. Ja, das ist dann schon mehr im Sommer. Ne? Das der ist dann im schon Juni. Im Juni. Genau. Also sichern Sie sich Karten. Und bitte schauen Sie am 30.11. schauen Sie in das Konzert rein. Ich glaube, es gibt jetzt einen Bezug zu dem, was du uns jetzt noch mal vorträgst, zu dem letzten Konzert. Ja, jetzt? Was, ja? Ja? Ja, weil ich schon in russischer Schule und da habe ich jetzt noch ein Stück vorbereitet. Das sind Dumka von Tschaikowski und das ist ein russischer Tanz. Opus 59 und dieses Stück habe ich eigentlich auch zuerst bei der Krasimira gelernt. Wirklich? In Amerika, also erst in Texas angekommen. Das war mein erstes Stück mit ihr.
Deine Augen leuchten. Darf ich dich zum Klavier? Bitte. Wir haben sehr viele, nicht Fragen, aber sehr viele Kommentare, unter anderem von deinem Vater. Aha. Jimbo Kenneth Chiang. Ja, genau. Proud of my son, Jimmy Chiang. Hello. Alex Meyer, hallo Herr Chiang. Sie können stolz auf Ihre beiden Söhne sein. Beide sind Mitglieder Ihres Heidenchors. Ja, klar. Und dann habe ich das hier. Kann ich nicht lesen? Da, das muss also auf Chinesisch, oder? Ja, da muss es herkommen. Da kommt man her, Levi Sun. Kennst du Levi Sun? Ja, der ist der Chef von Levi's Kitchen. Levi's Kitchen. Hallo, ja, herrliches Essen, bitte, wirklich, ja, in die Taborstraße. Unbedingt genau. Kommen, Taborstraße. Ja, auf der Nummer, weiß ich nicht. Ja, also bitte, ja, Jimmy, bitte. Ich darf dich bitten. Ich freue mich. Wie heißt das Stück jetzt nochmal? Das Pier drinnen. Das Stück? Der Dumka von Tschaikowski. Dumka. Thank you.
Bravo. Danke. Ein unglaubliches Stück. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute bei uns zu Gast warst, lieber Timmy. Bitte. Also, ich freue mich schon auf den 30.11. Ich auch. Unsere nächste Mutviertelstunde findet am 19.11.1745 wie immer statt. Gast ist diesmal Volkert Steude, der schon ein, ja, also er ist eigentlich im Mut seit Anfang an dabei als Künstler. Und ich weise natürlich jetzt im November. Sie haben Zeit am Abend oder am Nachmittag. Wir haben einige Online-Formate für Sie bereit. Wir starten am 9.11. mit Timna Brauer und mit der Produktion Flaschenpost an Gott. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Schauen wir mal, was die Wahlen in Amerika so bringen.